Man sagt, das Schicksal sei ein silbernes Band, welches Orte, Personen und Zeitpunkte miteinander verbindet. Wie Perlen auf einer Schnur werden sie von höheren Mächten aneinandergereiht, ohne Chance auf einen Ausbruch oder Flucht. Jene, die so von den Göttern berührt wurden, werden Helden genannt, und von ihnen handeln die großen Geschichten und Lieder dieser Welt. Eben so eine Geschichte ist diese, und sie beginnt in einem beschaulichen Dörfchen namens Erlenruh. Ein friedvoller Ort, geschützt durch einen dichten Mischwald und umgeben von 4 großen Gebirgen, war dieses Fleckchen Erde von bösen Mächten bisher verborgen geblieben. Selten verirrten sich Schwierigkeiten hierher, die über einen gebrochenen Pferdehuf hinausgingen. Doch manchmal reicht auch ein kleiner Stein, eine Geste oder nur ein Wort aus, um den Lauf einer Geschichte nachhaltig zu verändern und ein Leben aus den Fugen zu heben. Aurea. Aurea war gerannt, wie sie es in ihrem Leben bisher selten getan hatte, nicht darauf achtend, ob sie das Wild aufscheuchte oder Spuren hinterließ. Nun saß sie im hohen Gras und hatte den Kopf auf die Knie gelegt. Einzelne Strähnen hatten sich aus dem sonst so ordentlich geflochtenen Zopf gelöst und der Wind blies ihr das silberweiße Haar ins Gesicht. Ihre Wut wich so langsam der Verzweiflung und Tränen bahnten sich den Weg in ihre Augen. Zuerst versuchte sie, diese noch wegzublinzeln, aber sie ließen sich nicht so einfach vertreiben. Und schließlich versuchte sie es gar nicht mehr, sich zu beherrschen und fing an zu schluchzen. Sie war wütend, enttäuscht und todunglücklich. Am schlimmsten jedoch war das Gefühl, verraten worden zu sein. Und das von den Personen, die ihr am nächsten standen. Was hatten sich ihre Eltern nur dabei gedacht? Oder war das Ganze die Idee ihrer Großeltern väterlicherseits gewesen? Das war wahrscheinlicher. Hatten die doch die Art und Weise, wie ihre Eltern und sie lebten, schon immer mit einem Kopfschütteln bedacht. Ihr Vater Borum war in seiner Jugend in die Welt hinausgezogen und hatte dabei seine heutige Frau, Naresha, Aureas Mutter, kennen und lieben gelernt. Die Ehe der beiden wurde zwar akzeptiert und seine hügelzwergische Frau in die erzzwergische Sippe willkommen geheißen, aber trotzdem konnte man ab und zu merken, dass sie sich etwas anderes gewünscht hätten. Und es hatte sie empfindlich getroffen, dass das junge Paar den Entschluss gefasst hatte, nicht bei der Sippe zu leben, sondern sich stattdessen eine Existenz in der Gemeinschaft mit Menschen aufzubauen. Soweit sich Aurea erinnern konnte, waren ihre Großeltern nur einmal zu Besuch in Erlenruh gewesen und hatten sich dabei nicht sonderlich wohl gefühlt. Von ihrem Großvater hatte sie des Öfteren Worte wie diese hier gehört. Anständige Angorgien bleiben unter sich und lassen die Menschen ihre Wege gehen und setzen ihren Töchtern keine Flausen in den Kopf. Bislang hatten ihre Eltern dazu nie etwas Großes gesagt, sondern ihm einfach nur Recht gegeben und dann so weitergemacht wie bisher. Sie wusste nicht, wie es dazu gekommen war, aber es schien, als wäre ein Sinneswandel mit ihnen vonstatten gegangen. Irgendetwas musste vorgefallen sein, als ihre Eltern das letzte Mal die Sippe ihres Vaters besucht hatten. Aurea wollte sich nach dem Frühstück auf den Weg in den Wald machen, um ihre Fallen zu kontrollieren, und hatte gerade ihren Beutel gepackt, als ihre Eltern sie noch einmal zu sich gerufen hatten. Sie betrat die Wohnstube, wo sie die ungewöhnlich ernsten und feierlichen Mienen ihrer Mutter und ihres Vaters empfingen. Setz dich, Kind, wir haben dir etwas mitzuteilen. Du bist nun fast eine erwachsene Frau und es ist langsam an der Zeit, dass du unser Haus verlässt
und deine eigene Familie gründest. Als Angroschnar hast du auch eine Verpflichtung gegenüber unserem Volk zu erfüllen. Ungläubig schaute sie ihn an. Obwohl Aurea rein in Jahren gemessen zwar älter war als ihre Freunde, Vanya und Ektor, so fühlte sie sich doch weit entfernt davon, erwachsen zu sein. Ganz im Gegenteil, sie hatte doch gerade erst angefangen, ihre Jugend zu genießen. Jetzt, da sie endlich Anschluss an andere gefunden hatte. Sie war lange eher allein auf sich gestellt gewesen, obwohl sie eigentlich immer zu allen freundlich und eine sehr umgängliche Person war. Aber ihre Eltern waren die ersten Angroschim, die sich in Erlenruhe niedergelassen hatten, und so ganz waren die Menschen noch nicht mit ihnen als Teil der Dorfgemeinschaft warm geworden. Dazu kam auch, dass viele der Kinder Aurea und ihre Eltern wegen der doch teilweise seltsam anmutenden zwergischen Lebensweise als unheimlich empfunden hatten. Vanya und Ektor war das egal gewesen. Sie hatten beschlossen, ihre Zeit mit Aurea zu verbringen und mit ihr durch den Wald zu streifen oder über die Pläne für ihre Zukunft sich auszutauschen. Für Aurea war klar, dass sie noch mehr von der Welt sehen wollte, als nur das beschauliche Dorf, in dem sie aufgewachsen war. Sie träumte davon, einmal durch ganz Aventurien zu reisen und die vielen verschiedenen Kulturen der Menschen kennenzulernen. Und sobald sich Fremde in die einzige Schenke von Erlenruhe verirrten, war Aurea eine der ersten, die sich dort einfand, um ihren Abenteuergeschichten zu lauschen. Aber ich bin doch erst 27, Papa. Das hat doch noch Zeit. Mit einer Geste bedeutete Aureas Vater ihr, zu schweigen und weiter zuzuhören. Es wurde bereits ein geeigneter Partner für dich gefunden, mit dem du den Bund aus Feuer und Erz eingehen wirst. Mit jedem seiner Worte wurden ihre Augen größer, und sie glaubte, sich in einem bösen Traum zu befinden. Aurea schluckte schwer. Das war etwas, mit dem sie nie im Leben gerechnet hatte. Doch damit nicht genug. Dein Zukünftiger ist ein sehr respektables Mitglied einer Sippe, welche in einer sehr kunstfertig geschaffenen Höhlenstadt ganz in der Nähe von Xorlosh lebt. So kannst du auch jederzeit deinen Großeltern einen Besuch abstatten und ihnen Ehre erweisen. Da dort aber ganz andere Sitten und Rituale von Bedeutung sind, als du sie bisher kennengelernt hast, haben wir beschlossen, dass du in wenigen Wochen zu ihnen ziehen wirst, um dich dort einleben zu können. Aber ihr habt was? Ich kann doch nicht einfach jemanden heiraten, den ich überhaupt nicht kenne und noch nie im Leben gesehen habe. Kind, kein weiteres Wort mehr. Habe ich dabei gar kein Mitspracherecht? Aurea, es ist beschlossene Sache und die entsprechenden Vereinbarungen und Absprachen wurden bereits getroffen. Es gibt daran nichts mehr zu rütteln und wir werden das nicht weiter diskutieren. So hatte sie ihren Vater noch nie erlebt. Hilfesuchend schaute sie zu ihrer Mutter. Diese war die ganze Zeit schweigend neben ihm gestanden und hatte den Blickkontakt mit ihr gemieden. Jetzt aber sah sie auf. Dein Vater und ich haben das lange besprochen und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass dies ein guter Plan ist. So kannst du dich mit der Lebensart der Sippe deines Mannes vertraut machen und sie alle freuen sich schon sehr auf dich. Du wirst sie mögen und deinen Mann sicher auch schnell lieben lernen. Er ist freundlich, ehrbar und eine wirklich sehr gute Partie. Aurea blieb der Mund offen stehen. Für ein paar Augenblicke, die sich anfühlten wie eine Ewigkeit, sah sie immer wieder zwischen ihren Eltern hin und her, während das Gehörte langsam in ihren Verstand einsickerte. Ihre ganzen Träume waren mit ein paar Worten hinweggefegt worden. Wortlos hatte sie ihren Beutel genommen und war aus dem Haus in den Wald gelaufen. Jetzt beruhigte Aurea sich langsam. Und ihr Verstand fing an zu arbeiten. Sie konnte und wollte nicht zu einer Sippe eines ihr völlig unbekannten Mannes ziehen, auch wenn ihre Mutter versucht hatte, sie davon zu überzeugen, dass diese sie freundlich aufnehmen würden. Nein, nein, nein. Sie hatte zu lange davon geträumt, etwas von der Welt zu sehen und wollte sich das nicht nehmen lassen. Andererseits liebte und respektierte sie ihre Eltern, und konnte sich nicht vorstellen, deswegen mit ihnen in einen offenen Streit zu geraten. Doch welche Möglichkeiten blieben ihr? Sie dachte nach
und sah den Schattenspielen zu, die durch das Blätterdach über ihr verursacht wurden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung brach auf einmal ein Reh aus der Deckung des Waldes und überquerte diese mit schnellen Sprüngen. Weg. Sie musste weg. Wohin? Das wusste sie nicht. Aber sie konnte keine Sekunde länger hier bleiben. Noch würden ihre Eltern ihren Ausbruch als trotziges Verhalten abtun, aber je mehr Zeit verstrich, umso eher würden sie bemerken, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Zeit, die sie brauchte, um Land zwischen sich und das Gebirge zu bringen. Hastig kam die junge Zwergin auf die Füße. Sie hatte keinen Plan. Es gab keinen. Aber er würde sich finden, sobald sie auf der Landstraße sein würde. Für den Moment zählte nur das eine: Aufbrechen. Ektor. Quietschend öffnete sich das große alte Scheunentor des Travia-Tempels. Ektor, ein junger, knapp 16 Götterläufe zählender, hochgewachsener Mann mit leichtem Bartflaum, kastanienbraunem Haar und gekleidet in die typische Novizenrobe der Göttin Travia, setzte gut gelaunt singend die ersten Schritte des Tages auf die lehmige Dorfstraße vor dem Tempel. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Aves weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid leuchtend Aves Bogen am hohen Himmelstand, sind Menschen ausgezogen in das weite Land. Fremde hätten die große Scheune eher nicht als Tempel erkannt. Der umgebaute Stall mit seinen drei Räumen dienten Ektor und seinem Mentor, dem etwas schrulligen, anmutenden, alten Geweihten Patras, als Zuhause. Vergiss das Wasser für den Schweinetrog nicht schon wieder. Hörst du, Ektor? Ektor? Nein, nein, Vater Patras. Ich bin ja schon unterwegs. Ich eile, ich fliege, wie die Gans. Sei nicht so frech. Das zahnlose Gesicht des alten Geweihten grinste aus dem Scheunenfenster zu dem für seinen Alter ziemlich großen und stattlich gebauten Jungen herüber. Manche nicht ganz so wohlgemeinten Zungen würden vielleicht sagen, er hätte deutlich zu viel auf den Rippen, aber er empfand dies nicht so. Er sah es vielmehr als göttlichen Segen, denn die Götter hatten es schon immer gut mit ihm und seiner Familie gemeint. Sein Vater Wiegbald war Metzger und zugleich Müller des Dorfes. Seine Mutter Feengunde, von allen immer nur Fee genannt, war Bäckerin und man liebte ihre Kuchen und Leckereien. Ektor wusste, dass er das Beste seiner Eltern mitbekommen hatte. Er hatte eben den stämmigen Körperbau seiner Eltern geerbt. Dazu aber auch ihre Lebenslust. Von all dem Segen, den die Herrin Travia über seine Familie ausgegossen hatte, wollte er den Menschen seines Dorfes mit vollen Händen etwas zurückgeben und hatte sich dafür beim alten Patras als Novize angeboten. Dieser war so alt, dass er jede Hilfe dringend benötigte, und so hatte Ektor seine Stelle sicher. Harsch riss ihn einen Ruck aus seinem beschwingten, leichten Gang zum Brunnen und ließ ihn fast in eine Pfütze stolpern. Hey, pass auf, wo du hinrennst, Gänserich. Träumst du beim Gehen wieder von einem Federvieh, was? Ha, geh mir aus dem Weg. Andrik, der jüngste Sohn des Dorfältesten. Die personifizierte Nettigkeit und bester Freund von Ektor. Nicht. Andrik war groß, blond, blauäugig und von kräftiger Statur. Und der Schwarm aller Mädchen im Dorf. Ein Umstand, den dieser nur zur Genüge auszukosten wusste, wo immer nur er konnte.
Sorgsam richtete Hector seine Novizenrobe und schenkte Andrik ein gestelltes Lächeln. Oh, Verzeihung, Andrik. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Innerlich reifte in Hector der Wunsch, einmal mitzuerleben, wie seine eigene Faust und die ach so gerade Nase des jungen Ekels sich trafen und Andrik einmal selbst das Gefühl des Herumgeschubstwerdens empfinden würde. Vermutlich wäre Hector dazu sogar imstande gewesen, aber er hörte die Worte seines Lehrmeisters im Ohr. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erklärt, Hector? Friede ist es, was uns die Götter lehren. Lass das Kämpfen den Söhnen und Töchtern der Herrin Rondra oder den hohen Adligen, die für uns einstehen. Du bist ein Diener Travias. Du warst den Frieden und die Ruhe in Heim und Familie, auch wenn es dir schwer fällt. Seufzend wandte Hector sich von Andrik ab und folgte der Dorfstraße weiter in Richtung Brunnen. Er ignorierte dabei mit einer geballten Faust in der Tasche die schnatternden Schmähgeräusche von Andrik. Bap, 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 bap. Lauf, kleiner Gänsejunge! Bap, bap, bap. Hol dir wieder Hilfe von deiner Zwergenfreundin! Bap, bap, bap. Ja, Aurea hätte diesem Widerling jetzt wohl wirklich die Meinung gesagt. Wie schon so oft. Hector war mit ihr aufgewachsen. Als er noch ein kleiner Junge war, hatte sie sogar mal auf ihn aufgepasst. Und dieses Verhalten legte sie eigentlich immer noch an den Tag, wenn Andrik Hector mal wieder bedrängte. Hector war das peinlich. Aber er ließ es sich nicht anmerken. Denn Aurea war eine seiner besten Freundinnen geworden. Mit ihr hatte er schon so manches Gespräch geführt und sich prächtig amüsiert. Ihm rauschten Bilder von dem Frühlingsfest von vor 2 Jahren durch den Kopf, wo er das erste Mal überhaupt Bier getrunken hatte. Beim Gedanken daran musste er grinsen. Aurea hatte ihm damals die Biersorten erklären müssen. Und natürlich gehörte auch eine Verkostung dazu. Was? Du hast noch nie Bier getrunken? Das ist ja schrecklich. Guck mal, das hier ist helles Verdocker, das da dunkles und das hier ist das gute Bier von meinem Großvater. Dann nehme ich das gute. Ei, ei, ei. Ich vergesse doch immer wieder, dass ihr Menschen mit dem Zwergenbier so eure Probleme habt. Hector musste laut auflachen. So eklig das Ganze damals gewesen war, so sehr hatte es Aurea und ihn zusammengeschweißt. Und mittlerweile mochte er Großväterchens Bier sogar fast so gern wie dunkles Verdocker. Er schlenderte am Blumenstand der Graswalders vorbei und schwatzte mit ein paar gut gemeinten Komplimenten Zalinde eine Sonnenblume ab. Natürlich als Altarschmuck für den Tempel, ehe er den Dorfplatz erreichte, auf dem der Brunnen war. Und als er um die Häuserecke zum Dorfplatz bog, stockte sein Schritt. Und Hectors Wangen bekamen sofort eine leichte Röte. Vanya. Wie gebannt starrte er zu dem gleichaltrigen, schwarzhaarigen Mädchen am Brunnen herüber und konnte keinen Fuß mehr rühren. Er spürte, wie ihm die Kehle eng wurde und es ihm heiß und kalt durchflutete. Vanya war schon als Kind neben Aurea seine beste Freundin gewesen. Sie hatten alles zusammen gemacht, waren klettern gewesen, durch den Wald gestreift und hatten auch mal Unsinn angestellt. Mit den Jahren hatte sich aber etwas verändert. Sie hatte sich verändert. Oder er. Oder... Ach, was wusste denn er? Sie war so schön. Das war im Moment alles, was Hector durch den Kopf ging, wenn er sie ansah. Leider passierte ihm in Vanyas Nähe immer wieder kleine Missgeschicke und Peinlichkeiten. Er erinnerte sich lebhaft an das letztjährige Dorffest mit dem Eierlauf.
Es galt, zwei rohe Eier über einen Holzbalken zu bringen, ohne dass sie dabei kaputt gingen. Ihm war selbst nicht klar, wie er es geschafft hatte, die Eier heil ins Ziel zu bringen. Dort angekommen sah er, dass Vanya bei den Preisrichtern stand, und er fuhr sich, während sie ihn musterte, Gedanken verloren durch die Haare, als auch schon die Lacher kamen, und er spürte, wie ihm das rohe Ei über Stirn und Wange lief. Puterrot war er danach angelaufen, bevor er das Weite gesucht hatte. Beim anschließenden Tanzabend erging es ihm nicht besser. Die jungen Frauen bekamen die Augen verbunden und dann stellten sich die Jungen auf. Auf ein Signal konnten die Jungen dann beim Mädchen ihrer Wahl auf die Tanzfläche stürmen und wer sie als erstes erreichte, dürfte mit ihr tanzen, ohne dass das Mädchen wusste, wer ihr Tanzpartner war. Er war bereit gewesen, als Vanya mit verbundenen Augen auf die Tanzfläche geschoben wurde. Doch nach einem rüpelhaften Stoß in die Seite flog Hector an der Bühne vorbei auf den Tisch mit den Bierfässern, der krachend zu Bruch ging. Andrik, der Störenfried, hatte ihn gestoßen und sich dann an ihm vorbeigedrängelt. Aus dem Weg, Dickwanz! Wieder hörte Hector das Lachen um ihn herum und musste getränkt in bestes Ferdocker Bier miterleben, wie Andrik mit Vanya zu seinem Lieblingslied tanzte. Und von solchen Vorfällen gab es leider viele. Seitdem hatte sich Hector nicht mehr getraut, mehr als ein Hallo mit Vanya zu wechseln. So war eine leichte, aber für Hector schmerzliche Distanz zwischen ihnen entstanden, die noch verschlimmert worden war, als Vanyas Eltern an einem schweren Husten gestorben waren. Alle Heilversuche und Gebete hatten sie nicht retten können. Und seit diesem Tage lebte Vanya bei ihrer Großmutter, weit weg vom Travia-Tempel, am Waldesrand. Er sah sie kaum noch. Komm schon, sie ist allein am Brunnen. Wann, wenn nicht jetzt? Mach mal was, Olla Feigling. Los jetzt! Los! Doch natürlich war es zu spät. Er sah nur, wie Vanya rasch in die Richtung des Hauses ihrer Großmutter am Waldesrand eilte. Er überlegte einen Moment und blickte sich um. An sich musste er ja Wasser für den Trog holen, aber dies war eine echte Gelegenheit, einmal mit Vanya auf dem kleinen Trampelpfad bei der Waldhütte allein zu reden. Diesmal nicht, Hector. Diesmal nicht. Los, hinterher! Verdammt, sie ist ja schon nicht mehr zu sehen. Eilig ließ Hector den noch leeren Wassereimer am Brunnenrand zurück und stolperte los über die Brücke Richtung Waldweg. Vanya. Der Wald war ruhig an diesem Morgen. Schon bevor die Praios-Scheibe ihr Antlitz über den Wipfeln erhoben hatte, war Vanya auf den Beinen gewesen. In den kühlen ersten Augenblicken des Tages arbeitete sie am liebsten. Dann, wenn die Welt um sie herum in einem dunstigen Schleier zu verschwimmen schien und alles an Kontur und Härte verlor. Ihre Großmutter hatte sich noch einmal leise schnarchend auf die Seite gedreht, als sie sich bereits mit dem Futterkorb im Arm zum Vogelschlag aufgemacht hatte. Ihre Mutter hatte ihn immer gehasst. Vögel gehören in den Himmel und nicht hinter unser Haus, wo sie alles vollscheißen. Dabei hatte sie ihrem Vater immer einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen, da er sich konsequent weigerte, seiner Tochter endlich die Flausen mit diesen gefiederten Ratten auszutreiben. Für Vanya waren es nie gefiederte Ratten gewesen. Von klein auf hatte ihre Großmutter sie schon darin gelehrt, Vögel anhand von Form, Größe und Gefieder zu unterscheiden. Sie konnte Vogelstimmen besser imitieren als pfeifen oder singen. Und sie konnte die Male schon gar nicht mehr zählen, in denen sie sich Flügel gewünscht hatte, um mit ihnen in den Wind zu reiten. Sie hatte die diversen Futterplätze aufgefüllt, den Taubenverschlag geöffnet und war kurz in den Holzschober geklettert, um nach dem alten Uhu zu sehen, der seit 3 Wintern dort oben wohnte. Dann war sie ins Haus zurückgekehrt, wo ihre Großmutter bereits mit einem kargen Frühstück auf sie wartete. Sie hatten nie viel besessen, aber seit dem Tod ihrer Eltern war das Geld noch knapper und das Leben härter geworden.
Heute sollte das Lungenkraut die richtige Reife erreicht haben. Versuch so viel zu ernten, wie du kannst. Und wenn du noch etwas findest, was wir gebrauchen können, dann bring es ruhig mit. Die Stimme ihrer Großmutter klang wie die eines heiseren Raben. Ihre wirren weißen Haare waren noch erstaunlich dicht für ihr Alter. Doch ihre Augen waren es, die viele im Dorf das Fürchten gelehrt hatten. Nichts schien diesen klaren, hellblauen Augen zu entgehen. Vanya hatte ihre spitze Nase geerbt, die leicht an einen Schnabel eines Reihers erinnerte, und wenn man den Gerüchten glaubte, auch die dicken, schwarzen, glänzenden Haare. Ihre Großmutter war in ihrer Jugend die Dorfschönheit gewesen, anmutig und graziös, was Vanya in ihren eigenen Augen wiederum nicht unbedingt war. Nicht mehr. Vanya dachte nicht gern an die vergangene Zeit zurück. Es war schmerzhaft, und sich daran zu erinnern, würde ihr weder im Hier noch im Jetzt noch in der Zukunft behilflich sein. Nachdem sie die kalte Hafersuppe hinuntergeschlungen hatte, griff sie nach ihrem dünnen grauen Wollmantel sowie einer Kiepe und dem Eimer, der neben der Tür stand. Ihr erster Weg führte sie an diesem Morgen über die alte Brücke ins Dorf zum Brunnen, um frisches Wasser zu holen. Die langen Haare tief im Gesicht bemerkte sie kaum ihre Umgebung, und sie hoffte insgeheim, dass niemand sie ansprechen würde. Nach Gesprächen war ihr heute Morgen so gar nicht. Ihr Magen knurrte leise, aber sie ignorierte ihn. Wenn sie die Kräutersäfte, Tees und Salben für diesen Mond bald fertig bekommen würden, würde sie für Großmutter und sich ein Kaninchen kaufen und es zubereiten. Ein kleines Festessen zu Großmutters Namenstag. Das hatte sie sich fest vorgenommen, auch wenn Großmutter sie rügen würde, Geld an eine so alte Frau wie sie zu vergeuden. Ein Huhn wäre billiger, aber weder sie noch ihre Großmutter aßen Vögel. Sie wuchtete den vollen Eimer gekonnt hoch und wandte sich dann schnellen Schrittes dem Waldweg zu, der nach Hause führte. Kaum spürte sie den federnden Moosboden unter den dünnen Sohlen ihrer Schuhe, atmete sie freier. Ungewohnt schnell erreichte sie bald die schmale Lichtung, über die der Pfad sich schlängelte. Hier konnte man immer mal wieder im Schatten der Bäume Fexdisteln neben Schönaugbeeren blühen sehen. Lungenkraut reckte sich der Sonne entgegen und ein Rosenstrauch wiegte sich sanft in der Morgenbrise. Dadurch lag ein lieblicher Duft in der Luft. Vanya blieb stehen. Ein warmes Kribbeln wanderte durch Vanyas Körper, von den Zehen bis in die Haarspitzen. Diese Stelle hier im Wald war etwas Besonderes. Hier fühlte sie sich immer wohl und sicher. Sie schloss die Augen, stellte den Wassereimer ab und genoss das Kribbeln, die Düfte und die Geräusche des Waldes. Als plötzlich ein Windstoß über die Lichtung fuhr. Vielstimmiges Vogelgeschrei erhob sich, als eine Schar Elstern unweit von ihr aus dem Unterholz aufflog und über den Himmel davoneilte. Vanyas Kopf schnellte nach oben. Ihre Lippen formten stumm Zahlen, während sie hastig die Vögel zählte, die über ihr davonflogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ihre Augen wurden groß. Das musste ein Zeichen sein. Eine Gruppe gleichartiger Vögel war immer ein Zeichen. Die Frage war nur, was für eins? Wieder durchfuhr ein warmes Kribbeln sie. 11 Elstern! Hastig griff das junge Mädchen wieder nach dem Eimer. 11 Elstern verhießen ein Ereignis, welches man besser nicht verpassen sollte. Mit eiligen Schritten lief sie in Richtung Waldrand, von dem aus der Schwarm gekommen war. Weit kam sie allerdings nicht, als ihr aus dem Unterholz eine kleine Gestalt entgegentrat. Verwirrt blieb Vanya stehen, als sie sich bewusst wurde, in wen
sie da beinahe hineingerannt war. Aurea! Vanya? Zur gleichen Zeit stolperte ein etwas zerzaust aussehender und vor Anstrengung hechelnder Travier-Novize völlig außer Atem von der anderen Seite auf die Lichtung. Vanya! Aurea? Hector?